Im nächsten Fall müssen sich die Beamten vom Zoll an die Fersen von skrupellosen Betrügern heften. Hauptzollamt Köln, Mai, guten Tag. Hallo, Anke Giebel hier. Ich rufe hier an aus der Lilastraße 65. Ich bin hier in der Wäscherei und habe hier einen ganz schlimmen Streit mitbekommen mit ausländischen Mitarbeitern irgendwie. Und also irgendwas sieht es hier ganz schwer nach Schwarzarbeit aus. Also stimmt hier irgendwas nicht. Lilastraße 65, ist das die Wäscherei Röser? Genau die. Also dann bleiben Sie bitte vor Ort. Wir schicken ein paar Zöllner vorbei und denen können Sie die Sachlage dann nochmal schildern. Okay, ich warte. Die Zollermittler Frank Schmidt und Mustafa Yildirim treffen die Melderin auf einem Parkplatz vor der Wäscherei. Sie wollen erfahren, was genau die Frau beobachtet hat. Hallo, Sie sind vom Zoll? Ja, ich habe Sie angerufen. Genau. Ich bringe immer die Wäsche hier rein. Und also ich habe dann mitbekommen, wie der neue Besitzer, der Herr Rosa, seine Mitarbeiterin total schlecht behandelt hat und sie angeschrien hat. Und ich bin dann dazwischen gegangen, da habe ich mitbekommen, die Dame kann überhaupt kein Deutsch. Und also irgendwas. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin die Frau Anke Giebel. Sie wohnen auch hier? Ja, ich wohne hier in der Nähe. Und Sie haben hier gearbeitet oder arbeiten hier? Nein, ich arbeite im Hotel und das ist unser Wäsche. Auftraggeber, genau, oder Sie sind Auftraggeber. Genau. Für die Wäscherei. Genau. So. Gut, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Mhm. Die Wäscherei ist da vorne, sagen Sie? Da vorne, ich zeig's. Okay. Wir haben heute einen Hinweis bekommen von einer Dame, die uns mitgeteilt hat, dass in einer Wäscherei Schwarzarbeit durchgeführt werden soll. Daher sind wir dort mit den Kollegen dahin gefahren, um diese Sache zu prüfen. Noch handelt es sich lediglich um einen Verdacht. Doch als die Zöllner die Wäscherei mit Unterstützung eines Einsatztrupps kontrollieren, werden sie sehr schnell sehr misstrauisch. Hohe Temperatur, Kochwäsche. Ja. Guten Tag, hallo. 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 Schönen guten Tag. Oh, Hauptzoll ab Köln. Ein wunderschöner. Ernest, wer sind Sie? Danke. Hier im Moment. Gut, ich hätte gerne mal Ihren Ausweis. Sind Sie der Geschäftsführer oder der Inhaber dieser Wäscherei? Ich bin hier der Buchhalter. Wir können der gerne Buchhalter. Jetzt kommen Sie doch einfach mal ins Büro. Nein, ich hätte gerne erstmal Ihren Ausweis, den hätte ich gerne gesehen. Den habe ich in meinem Büro. Gut, da sind auch die anderen. Das ist einer meiner Mitarbeiter nochmal. Habe ich alles aber im Büro. Lassen Sie uns doch einfach ins Büro gehen. Nein, warten Sie. Wir gehen, wenn, dann gehen wir alle zusammen. Janis, du Mustafa. Kannst Schluss machen für heute, Janis. Wie ist das? Gehen wir doch ins Büro. Lassen Sie uns ich doch brauche nicht nochmal eben. Ich probiere den Ausweis von dem jungen Mann hier haben. Wir sollen ich habe alles in meinem Büro. Haben, ja? Also ich habe, da sind auch alle Unterlagen für die Mitarbeiter. Nee, lassen Sie das uns doch jetzt ins Büro hier. Gehen. Aber kein Ausweis. Er sagt, den Ausweis hat der Chef. Er hat ihn doch einfach nur vergessen. Ja, also ich bitte Sie. Also entschuldigen Sie. Nein, der Chef hat den Ausweis. Ja gut, aber Sie wissen, wie gut er Deutsch kann, nämlich gar nicht. Es ist nicht üblich, dass der Chef einen Ausweis des Arbeitnehmers bei sich hat, das ist schon sehr verdächtig. Wichtig ist für uns jetzt erstmal der Ausweis, den Sie im Büro haben. Gerne holen wir und dann hätten wir von allen Mitarbeitern etc., die PP, die wir hier antreffen, auch die Ausweise bzw. die Unterlagen, alles ob die zur Sozialversicherung oder sonst natürlich. Etwas gemeldet sind. Selbstverständlich. Zwei Kollegen, Carsten, Andreas, ihr bleibt dabei. Leute, ihr guckt hier ein bisschen um, ja? So, dann Sie ja. Kennen sich hier aus, wir gehen einfach mal okay. Vor, ja? Gehen wir hier lang, bitte. Achtung, nicht fallen. Alles voll. Ich gehe ins Büro und hole die Sachen und meinen Ausweis. Ja. Okay, was ist hier? Hier ist irgendwas. Junger Mann, komm doch mal eben hier. Daumen ab! Hilfe! Junger Mann, ruhig, ganz schön ruhig. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Danke. Ja, alles gut. Ja, bleiben Sie mal liegen. Können Sie mich nicht ja, selber schuld, selber schuld. Irgendwas so. Passiert, junge Frau? Alles okay, danke. Alles in Ordnung. Wie geht's Ihnen? Können Sie aufdrehen? Dann setzen wir uns doch mal hinter die Stühle. Nein. Okay, ich glaube, wir brauchen Sani, holen, ne? Ja. Der Fluchtversuch von Herrn Sievers hilft natürlich kein gutes Licht auf ihn. Er hat Unterlagen dabei, die er anscheinend verschwinden lassen wollte. Bei diesem Sturz, den er dann erlebt hat, hat er sich den Knöchel verletzt. Wir haben dann einen Rettungssanitäter dazu geholt, damit sie ihn ärztlich versorgen können. Weil er starke Schmerzen hat und auch sein Knöchel angeschwollen ist. Aber nicht nur Unterlagen sollen offenbar vor dem Zoll verborgen bleiben. Bei einer Durchsuchung machen die Einsatzkräfte eine schockierende Entdeckung. Lass uns doch beiseite schieben, ne? Dann schauen wir einfach mal. Jeder, warte mal. Dann. Warte mal. Boah, ja. Da ist ein Raum hinter. Aha, sehr interessant. Was haben wir denn? Guck mal hier, Frank. Hallo? Wir sind vom Zoll. Wohnen Sie hier? Arbeiten Sie hier? Was machen Sie hier? Nicht weiß, nein. Ist das Ihre Tochter? Ja. Das sieht aber nicht gut aus. Sind Sie krank? Ja, meine Tochter krank.
Und Sie? Sie sehen auch nicht gut aus. Nein. Okay. Tochterkrank. Ich bin total heiß. Wir sollten... Ja. Das können Sie doch nicht gerade direkt auf dabei schauen. Das sieht ja hier ganz danach aus, das wäre nicht einfach. Haben Sie einen Ausweis? Irgendwas? Nein, schon, schon rein. Rein. Gar nichts. Ausweis, Chef. Alles beim Chef. Okay. Du schickst du mir noch den RTW. Wir haben hier noch zwei weitere Personen. Nachdem wir diesen Raum dann betreten haben, fanden wir eine Frau nebst ihrem Kleinkind vor. Aber das war für uns kein Raum, das sah wie eine Art Verschlag, als wären dort Menschen, sag ich mal, gefangen gehalten. Es waren neben zwei spärlichen Betten jede Menge Lebensmittel, die vielleicht zur Versorgung dienten. Also ein ganz menschenunwürdiges Wohnen war dort vorhanden für diese zwei oder mehreren Personen. Arbeiten Sie hier, verstehen Sie mich? Arbeiten Sie hier? Ja. Sie arbeiten hier? Ja. Okay. Wir haben jetzt den Rettungsdienst geholt, also gerufen. Arzt? Genau, ja, der Arzt kommt. Kommen Sie, jetzt, ein, ja. Kommen Sie einmal mit, raus? Bitte. Nehmen Sie Ihr Kind. Gleich steht den Ermittlern ein weiterer überraschender Fund bevor. Doch zunächst muss das Rettungsteam um Sanitäterin Marion Fröhlich die drei Patienten genau untersuchen. Ja. Ganz gut angenommen. Die Frau, die Sie gesehen haben. Die Mutter ist auch nicht gesund. Mit dem Kleinkind. Setzen Sie sich bitte hier mit Ihrer Tochter. Ja, das wäre gut. Ein bisschen Bescheid. Vielleicht mal sich hier jemand kümmern oder so. Sofort. Junge Mann, dann hat erstmal Vorrang bei Ihnen. Ist das nicht ganz so schlimm? Den Patienten, den wir angetroffen haben, hat sich den Fuß umgeschlagen, ohne dabei jetzt böse zu stürzen oder sowas. Der Knöchel war stark angeschwollen und er hatte auch starke Schmerzen. Die Durchblutung und Motorik war gegeben und somit ist es nicht lebensbedrohlich und es sind auch keine weiteren Schäden zu erwarten. Das Ganze wird geröntgt im Krankenhaus und dann weiß man Näheres. Aber die sieht auch nicht gut aus. So, jetzt haben wir gerade zum Wiederholen mal gehört. Und wie lange schon? So, ablegen. Ich verstehe. Drei Tage. Ich fasse einmal an deine Stirn. Mit, wenn das die Unterlagen sind, die zur Sozialversicherung. Ja. Wir haben schon mal kurz drüber geflogen, da ist einiges drin. Gut, einmal bei euch in den Bulli mit rein, die nehmen auf alle Fälle mit. Alles klar. Ja, das jetzt? Ja, aber das ist heftig. Hör auf die Lunge, ein bisschen mal Fieber, denke ich. Ne? Ja, aber das ist richtig heftig. Sollen wir mal ins Auto gehen? Ja. Willst du wir müssen die auf jeden Fall zuerst. Willst du für ihn Nummer noch RTW, ne? Nummer zweiten RTW, ja. Primär, sekundär. Beide hatten hohes Fieber. Man konnte auch ohne Stethoskop Rasselgeräusche beim Atmen hören. Wir hatten die Vermutung, dass sie beide eine schwere Pneumonie, also eine Lungenentzündung haben und die mussten schnellstmöglich ins Krankenhaus. Derweil sind die Ausweise aller Mitarbeiter weiterhin unauffindbar. Weil der Buchhalter jede Aussage dazu verweigert, will Frank Schmidt mit dem Inhaber der Wäscherei sprechen. Haben nichts mehr zu sagen. Sie haben nichts mehr zu sagen. Wollen Sie? Der Chef, wo ist der Chef denn? Die sprechen ja immer alle vom Chef oder... Sie sind der Buchhalter, Sie müssen mal wissen, wo Ihr Arbeitgeber, wo der sich aufhält. Er ist auf Dienstreise. Er ist auf Dienstreise. Auf Dienstreise? Der war doch vorhin noch da. Er ist doch vorhin erst als abgereist. Und jetzt, was wollen Sie? Erzählen Sie denn. Den haben Sie also noch gesehen. Natürlich, der hat sich ja gestritten. War der vorhin hier drin auch? Ja. Nein. Was sie sieht, also bleiben wir mal an Timmy, er ist weg. Er ist weg, er ist nicht da. Und ich würde mal die Kirche im Dorf lassen. Er ist weg. Und ich sage gar nichts. Und damit was. Brauchen Sie auch nicht, aber... telefonisch erreichbar müsste doch für Sie sein, oder? Wenn kann sein, aber ich habe jetzt gerade nichts dabei, kann gut, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer, weiß ich nicht, kann ich nicht zu mehr sagen. Ja gut, das ist natürlich das Leichteste. Die Verweigerungshaltung des Herrn Siebern ging natürlich weiter. Er wollte uns natürlich jetzt auch noch nicht mal mehr den telefonischen Kontakt zu seinem Chef geben. Aber wir sind im Zeitalter Internetseiten. Wir haben die Wäscherei eingegeben und siehe da, wir haben eine Nummer herausbekommen. Ja, sag mal, bleib ruhig. Ja, ich höre, ja, genau. Da ist irgendwo was da drin. Carsten, komm mit. Ja. Zwei bleiben bei ihm. Ja. Also irgendwas stimmt hier. Genau, ne, ich höre da was. Hast du auch klingeln gehört? Ja, auf jeden Fall. Der Herr Röse ging natürlich nicht an sein Telefon. Was uns stutzig machte, war, dass wir ein Klingelgeräusch aus der Wäscherei hörten. Und deshalb sind wir der ganzen Sache nochmal nachgegangen. Eindeutig da hinten, ja. Ach, hier. Tatsächlich. Nee. Gibt's doch wohl nicht. Ach, junger Mann. So. Wer sind Sie denn? Ich bin Frank Röse. Einmal gewaschen, einmal föhnen oder was ist los? Ich ruhe mich ein bisschen aus. Sie ruhen sich ein bisschen aus. Das stellen Sie mal ganz langsam, wollen wir Sie mal aus Ihrem Mittagsschlaf, wollen wir Sie mal befreien.
Wir haben den Herrn Röse erstmal nach seinem Personalausweis befragt, den er uns auch aushändigte. Des Weiteren, ob er hier der Inhaber bzw. der Chef dieser Wäscherei war. Und dann haben wir ihn natürlich damit konfrontiert, dass wir eine Geschäftsunterlagenprüfung dort machen würden. Wir haben dementsprechend den Verdacht wegen illegaler Beschäftigung. Ihr Buchhalter sagte und auch ihr, die Frau, die wir hier gefunden haben, dass Sie die Ausweise von den Personen jeweils haben. Ich habe keine Ahnung. Ich sage gar nichts. Sie sagen gar nichts? Nein. Ja, wäre vielleicht auch besser für Sie. Denn da kommt einiges, was wir hier gesehen haben oder was wir hier vermuten, kommt einiges auf Sie zu. Also der Röser ist von uns zur Dienststelle verbracht worden. Dort wird er eine Aussage tätigen müssen oder auch nicht, vielleicht im Beisein seines Anwalts. Wir werden die Mitarbeiter, die wir vorgefunden haben, auch noch anhand eines Dolmetschers zur Vernehmung bitten. Und dann ist alles Sache der Staatsanwaltschaft, was die davon hält und dementsprechend auch bestraft. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Personal der Wäscherei tatsächlich illegal beschäftigt war. Der Betreiber und sein Buchhalter mussten sich dafür vor Gericht verantworten. Mutter und Tochter haben die Lungenentzündung gut überstanden und auch ein neues Zuhause gefunden.